Hallo und herzlich willkommen. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit IR Studio Data Architect Beziehungen zwischen Objekten erstellen. In dieser Episode werden wir beschreiben, was sind Beziehungstypen, was ist die Existenz von Objekten, Kardinalität. Wir werden auch über Notationen sprechen und sogenannte rekursive Beziehungen. Dazu wechseln wir mal zu IR Studio Data Architect. Beziehungen an sich erlauben uns, Geschäftsregeln zwischen Objekten zu definieren. Diese Objekte werden auch meistens Eltern, Kind oder unabhängige und abhängige Objekte genannt. Wir haben also vordefinierte Beziehungen, zum Beispiel steht Identifying Relationship, hier steht Non-Identifying Mandatory und Non-Identifying Optional 1 zu 1 und nicht spezifische Beziehungen. Hier als Beispiel, wir nehmen zum Beispiel die Abteilung ID anklicken und dann die Mitarbeiter anklicken. Dann entsteht eine zusammengesetzte Schlüssel für Mitarbeiter. Man könnte das auch später was verändern, wenn ich also hier auf dieses Symbol jetzt gehe, doppelklicke, habe ich auch die Möglichkeit, diese Beziehung zu verändern. Ich könnte zum Beispiel sagen, nicht identifizierend. Das ist ein sogenannter Fremdschlüssel. Die Abteilung ID wird nicht mehr als Primary Key, sondern als Foreign Key jetzt hier entstehen. Kann auch die Existenz definieren. Ist das optional oder ist das Mandatory? Also Pflicht. Bei Pflicht, hier sieht man 1 zu 0 oder 1 zu mehr, 1 zu 1 oder zu mehr. Und die verschiedenen Definitionen der Kardinalität kann hier entsprechend definiert werden. Zur Notation unter Model. Unter Model Options haben wir die Möglichkeit, die Notation zu verändern. Aktuell ist IDEF1X definiert. Wenn wir es zum CrossFit verändern zum Beispiel und wählen, dann sieht man also diese CrossFit-ähnliche Notation ist sichtbar. Wenn wir als Beispiel nochmal zum Beispiel eine Beziehung aufbauen zwischen zum Beispiel immer ein Identifying Relationship zwischen Abteilung und Mitarbeiter, dann entsteht ein Duplikat mit dem Namen Abteilungs-ID. Dann haben wir hier die Möglichkeit zum Beispiel einen anderen Namen jetzt hier zu definieren. Dann hier sieht man Abteilung Ersatz-ID, wird entsprechend erstellt. Eine andere Art von Beziehung ist zum Beispiel eine sogenannte unäre Beziehung. Das heißt, ein Objekt bezieht sich auf sich selbst, eine rekursive Beziehung. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Mitarbeiter-Tabelle, wo ein Mitarbeiter auch ein Manager sein kann. Für solche Fälle können Sie zum Beispiel eine Beziehung zwischen Mitarbeiter und nochmal Mitarbeiter klicken. Dann entsteht jetzt also eine rekursive Beziehung zwischen den beiden. Wenn ich den Mitarbeiter, ich könnte den also editieren, indem ich ihn zum Beispiel einen anderen Namen jetzt geben möchte. Ich könnte zum Beispiel sagen Manager ID. Okay, dann haben wir im Prinzip eine sogenannte rekursive Beziehung auch erstellt. Das waren meine Ausführungen bezüglich Beziehungen heute. In der nächsten Episode erfahren Sie noch mehr über RStudio. Vielen Dank.